Wir befinden uns hier in Le Pont im Jura, am Lac de Brenais. Wir werden jetzt den umwandern. Das heißt, meine Mutter hier vorne und ich. Erstmal zu unserer Wanderkarte. Wir sind gestartet im Val de Choux, genau in Le Pont. Das ist zwischen dem Lac de Brenon und dem Lac de Choux. Wir umrunden heute den See, sind etwas über 5 Kilometer, ein sehr schöner Wanderweg, auch geeignet für Familien. Übrigens ist hier auch der Geburtsort vom Vacherin Mont de Hoch. Wir wünschen gute Unterhaltung. Der erste schöne Blick auf den Lac de Brenais. Ein traumhaft schöner Weg. Sehr einfach zu gehen. Leider sieht man den See da hier nicht so oft. Hier ist jetzt gerade wieder eine Lücke. Aber es ist schön. Und auch für ältere Leute geeignet, da gut zu gehen. Nochmal einen Abstecher und den See. Doch noch ziemlich eine große Fläche. Und da hinten hört er auf. Übrigens, dieser See hat keinen Abfluss. Keinen normalen Abfluss. Das Wasser versickert hier alles im Boden und kommt dann weiter unten wieder im Tal zum Vorschein. Übrigens fließt hier die Orb durch. Unten bei Valorbe gibt es dann eine sehr interessante Höhle. Doch dazu später mal. Jetzt sind wir zu hinters vom See. Hier geht es hoch über einen Pass. Und dann runter Richtung Valor. Wir sind jetzt da am oberen Ende vom See angelangt. Es ist ein schöner See, leider viel bewaldet. Sonst ist es ganz schön. Und ein Schilf. Und dort ganz hinten ist der Übergang
Kirch Richtung Valorbe. Schöner Wanderweg hatten wir bis hierher. Toll zum Gehen, auch für ja, nicht so geübte Gänger. Jetzt machen wir noch einen Abstecher hoch auf den Berg, dass wir noch den anderen, den größeren See noch sehen, den Lac de Joux. Die Abend von der heutigen Tour den höchsten Punkt erreicht. Hier auf dieser Seite ist der Lac de Brenne und auf der anderen Seite der Lac de Joux. Und da vorne wieder unser Etappenziel. Schön da oben. Dann haben wir den Lac de Brenne. Unterer Teil da vom See, vom Lac de Joux. Und da sieht man noch fast den ganzen See hoch. Der Ausfluss aus dem See in den Lac de Brenne rein vom Lac de Joux. Und da noch einmal den Lac de Joux. Das Ende vom See. Schön. So, wir haben unser Endziel erreicht, sind wieder beim Bahnhof. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.